Schenk deiner Frau mal hin und wieder rote Rosen, sang der Filmschauspieler Eddie Constantin, und schon ist man beim Betreten dieser großen Anlage von Schacherl in der Wohlfühlphase, in einem Blumenmeer. Wohltat für das Auge, Wohltat für die Nase durch den Duft der edlen Blumen. Sie sehen so zufrieden aus, das macht der Beruf aus. Einfach immer in der Natur zu sein oder mit der Natur unterwegs zu sein. Haben Sie diesen Beruf lieben gelernt? Ich bin ja in den Beruf hineingeboren worden eigentlich und ich könnte mir keinen anderen vorstellen. Der Beruf, der gibt einen so viel. Man kann so viel machen, man kann so viel umsetzen, man kann so kreativ sein. Man bekommt so viel wieder zurück. Ich könnte mir keinen anderen vorstellen, den ich lieber machen würde. Dieser 14. Februar lässt uns auch erfahren, wer diese Idee auf unseren Kontinent gebracht hat. Warum ist der 14. Februar der markante Tag? Der 14. Februar, das leitet sich von einem Bischof ab, dem Bischof Valentin aus Terni. Der hat früher die Liebenden heimlich getraut und hat ihnen auch immer Blumen geschenkt. Und durch das ist der Valentinstag eben der Tag der Blumen und der Liebenden. Gerade jetzt speziell zu Valentin sind die Frühlingsblumen sehr aktuell. Tulpen, Narzissen, Anemonen, Ranunkeln, Fräsien, Mimosen, Ginster, die haben eigentlich jetzt Saison. Das ist die Blume, die zu dieser Jahreszeit passt. Und gerade auch diese Blumen haben eine extrem große Breite an Farben, die man jetzt im Winter sehr gerne nimmt. Blumen haben sehr oft auch Namen und machen deutlich, wie groß die Freude bei den Floristen ist, kreativ sein zu können. Was war eigentlich der Grund, dass Sie Floristin werden wollten? Oh, der Grund, als kleines Kind habe ich schon sehr gern mit Blumen kleine Arrangements gemacht, gesteckt, fürs Grab meiner Oma. Und das ist eigentlich so blieb. Und wie es dann halt so weit war zum Beruf suchen, war das das Richtige für mich. Ich habe mich dazu entschieden und bin noch immer froh, dass ich das gemacht habe. Und wenn man also bedenkt, dass Sie ja irgendwann einmal die Berufswahl treffen mussten, ja. Die Wahl ist getroffen. Ja. Was ist das Faszinierendste an Ihrem Beruf? Dass jede Saison eigentlich die eigenen Besonderheiten hat. Wir können jeden Tag was anders machen. Es ist nichts gleich. Ich habe keine Routine drinnen. Jeder Strauß wird anders, jedes Gesteck wird anders. Und ja, die Abwechslung. Und es ist halt mitten in der Natur. Viele reden vom Geschäfte machen, aber keiner kann an dem Gebotenen achtlos vorbei. Und letztlich ist wohl jeder angetan von dieser Blumenpracht und bringt es kaum übers Herz, Nein zu sagen. Wenn man also kategorisiert, dann kann man sagen, dass die Rose immer noch die Königin ist. Die Rose ist nach wie vor die Königin, wird die Königin bleiben. Die Rose ist eine Blume mit Symbolkraft und die wird immer vordergründig bleiben. Es gibt ja natürlich auch andere Blumen, die Namen haben. Wer gibt denn den Blumen die Namen? So wie bei den Rosen ist es meistens der Züchter, der die Rose neu gezüchtet hat, der tauft die Rose, der benennt die Rose. Und diese eine Rose hat überall den gleichen Namen. Also wenn ich eine Rose bestelle, dass ich sage, ich will die Red Naomi haben, dann bekomme ich genau diese Rosensorte. Blumen schenken, auch Freunde und nicht nur Verliebte. Und wer gut bei Stimme ist, kann dann noch singen: Dunkelrote Rosen schenk ich, schöne Frau. Sport begeistert. Dies gilt gerade für die Jugend. Daher wird in Bruck der Jugendsport besonders gern gefördert. In der Sporthalle Bruck gab es am Wochenende Fußball für den Nachwuchs. Und der wurde von den jungen Kickern mit besonderer Freude in Anspruch genommen. Zahlreiche Mannschaften kämpften dabei um jeden Punkt. Heute sind die Mädels am Vormittag gewesen. Das war die U8 und die U9. Und heute am Nachmittag spielt die U10. Die Spielgemeinschaft mit Oberaich. Wie wichtig sind solche Turniere für die Jugend?
Ja, als erstes möchte ich mich natürlich recht herzlich bedanken bei der Stadtgemeinde Bruck für die Verfügungstellung der Hallen, dass wir immer wieder rein dürfen, so wie wir das halt brauchen, auch zu Trainingszwecken. Und wie wichtig dass der Sport Fußball für den Nachwuchs ist, sieht man ja jede Woche wieder auf dem Fußballplatz. Also wir haben ja weit über 100 Kinder in Bruck in unserem Fußball beheimatet. Wir haben eine Kooperation mit Obereich, wir haben auch eine Kooperation mit Leoben, wo wir mit den Mädels zusammenspielen. Also man muss schon sagen, als Gegenpart zu Kapfenberg sind wir sehr gut aufgestellt. Also wir versuchen natürlich vor allem mit den Mädels, dass wir überregional spielen. Wir schauen auch, dass wir sehr viele Freundschaftsspiele mit den diversen Jugendmannschaften auch gegen andere Bundesländer spielen können. Auch der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, in der Halle vorbeizuschauen und konnte sich von dem Einsatz der jungen Nachwuchstalenten selbst überzeugen. Sensationell, in unserer Halle alles voll, Eltern und Kinder aus der ganzen Oberstürmer sind da und da hinten hat jetzt gerade jemand ein Tor geschossen. Ich hoffe, die Spielgemeinschaft Bruck-Oberreich, die nämlich jetzt gerade spielt, ich glaube, wir sind da gut unterwegs und danke dem SC Bruck für dieses tolle Turnier. Ich habe schon lobende Worte gehört für Bruck generell, aber ich glaube, die Gemeinde tut auch sehr viel, damit man den Jugendsport unterstützt generell jetzt. Das ist gar keine Frage. Wir haben mit dem SC einen Verein, der unglaublich viel Jugendarbeit macht, mit dem HC Bruck, wir haben die Upper Styrian Rhinos dort, also Vereine, die wirklich ganz viel tun, viel in der Jugendarbeit tun. Ein unersetzlicher Bestandteil unseres Lebens, das Rückgrat unserer Stadt sind unsere Vereine. Und wenn der Herr Bürgermeister ein Turnier der Jugend besucht, macht er das nicht nur als Verpflichtung, sondern glaube ich auch als Freude, um zu sehen, wie es eben welchen Spaß es der Jugend macht. So ist es und wenn man die Begeisterung in der Halle merkt, kann ich allen jungen Fußballerinnen und Fußballern nur sagen, bitte schön, tut's weiter, wir sind stolz auf euch. Wir probieren natürlich mit dem Zrim Hermann, dass man mit seinen Trainingstagen, die er macht, in den Ferien die Kinder an uns binden können. Wir versuchen auch außer natürlich andere Sachen zu machen, was mit Fußball weniger zu tun hat, als wir jetzt da, dass wir die Kinder wirklich binden können an uns. Wie zum Beispiel Trainingstage mit den Kampfmannschaften. Es kommen zu uns Ballsportarten. Alles, was wir machen können, probieren wir mit den Kindern zu machen. Wie schaut es eigentlich mit den Talenten aus? Kann man sagen, man entdeckt hin und da wieder mal ein Talent? Da bin ich mir sehr sicher. Wir arbeiten ja stark daran, dass wir die zweite Mannschaft des SC Bruck, die in der Gebietsliga spielt, mit unseren Talenten versorgen, die dann den großen Sprung schaffen können, in die Landesliga, in die steirische Landesliga zu kommen. Das ist unser großes Ziel. Daran arbeiten wir. Wir sind auch dabei, dass wir jetzt sind circa fünf Jungs, die zwischen 15 und 17 Jahre alt sind, die ständig mit der zweiten Mannschaft mittrainieren und die den Sprung ganz sicher schaffen werden. Es bedarf natürlich bei so einem Turnier auch immer vieler helfender Hände. Ja, das ist bei uns in Bruck bei den Turnieren immer sehr groß geschrieben. Und zwar sieht man bei uns immer, dass die Eltern im VIP-Bereich vom Handball oben den Kaffee und Kuchen bereitstellen, dass unser Obmann die Schnitzel macht unten in der Kantine. Also es gibt ein Hand in Hand zwischen dem Verein und den Eltern. Das Finale zwischen Hinterberg und von Leitenschrems war danach an Spannung nicht zu überbieten. Den Hinterbergern gelang erst Sekunden vor Schluss der 1:1 Ausgleich, wodurch die Entscheidung im Penaltyschießen fallen musste. Dort hatten die Hinterberger die stärkeren Nerven und siegten mit 4:3 und krönten sich damit zum überraschenden Turniersieger. Die Brucker holten sich mit einem abschließenden 4:0 gegen St. Marien den hervorragenden dritten Rang.